Wir werden nun verschiedene Webtools kennenlernen, welche während dem Studium hilfreich sein können. Vorweg, ein Webtool ist eine Internetseite oder ein Programm, welche für uns Aufgaben erledigt oder Funktionen übernimmt. So kennen wir alle das Webtool Google Translate, mit der wir Texte übersetzen können. Eines der wichtigsten Webtools ist OneDrive. OneDrive ist ein Online-Speicherplatz, auf welchem wir mit einem Login Zugriff erhalten. Sie ist eine sogenannte Cloud. Bei der Erstellung eines Benutzerkontos auf Windows erhält man automatisch einen OneDrive-Speicher von 5 GB. Auf diese kann mit der OneDrive-Webseite zugegriffen werden. Dabei kann man sich mit den Anmeldedaten, welche auch für Windows genutzt werden, anmelden. Jedoch ist die elegantere Variante schon auf dem Computer vorhanden. Im Navigationsbereich des Explorers findet ihr einen OneDrive-Ordner. In diesen könnt ihr Dateien speichern und diese von jedem Gerät aus online abrufen. Für das komplette Studium erhaltet ihr einen studentischen OneDrive-Login mit 1000 GB Speichervolumen. Dies ist für das Studium völlig ausreichend. Ich persönlich habe nicht nur mein Studiumsmaterial, sondern alles andere auch dort drauf. Und mit dem Handy kann man sich, oder auf das Handy kann man sich die OneDrive-App herunterladen, mit welcher dann auf den Speicherplatz auf die Cloud zugegriffen werden kann. Das ist ziemlich praktisch, denn damit kann ich von jedem Ort und zu jeder Zeit mit meinem Handy auf meinen kompletten Speicher zugreifen. Ich empfehle euch wärmstens, die OneDrive-App auf eurem Smartphone zu installieren.